Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Ey, wo kann man sowas kaufen? Will haben. Okay. Okay. Haben wir jetzt 12 Kapitel oder sehe ich das? 12 Stück. Achso, ja doch, 12 ist eigentlich eine Menge, wenn man überlegt. Ah, hier ist Ezio, die Tür. Nee. Doch klar. Was denn jetzt für eine Scheiße? Na oh, gut. Ja, Assassin's Creed 1. Ich glaube, das ist dieses Shiner. Assassin's Creed 2. Black Flag. Assassin's Creed 3. Und die anderen kann ich nicht zuordnen. Jacques de Molay. Der letzte der heldenhaften Tempelritter war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Cool. Also ich werde den Part nicht komplett aufnehmen, also beziehungsweise keine Standardzeit von 15 Minuten, die ich sonst immer reiße. Einfach weil ich keinen Bock habe. Nee, ich habe mir gerade was unten in die Mikrowelle reingeklatscht. Ja, stimmt gar nicht, Backofen reingeklatscht. So, und ich hier einfach mal 10 Minuten AFK bin, was ja Schwachsinn ist, breche ich das einfach vorher ab. Ach. Ja, wüsste Bescheid. Bei der Internetleitung wird sowieso jeder Part gleichzeitig hochgeladen. Ist also im Prinzip scheißegal, würde ich sagen. Ja, okay, gleichzeitig hochgeladen ist nicht ganz richtig. Die ersten 5 Parts werden ungefähr gleichzeitig hochgeladen. Wenn ich es denn überhaupt weitermache, mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall auf Platin spielen, denke ich mal. Aber ob ich auch komplett Let's Play. Gibt es bestimmt schon genug auf YouTube. Ich meine, natürlich keiner der Wer ist da? Ich, aber ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. Also die Videos König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. The fuck. Bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Ja. Er hatte schon das Schwert in der Hand. Ich verstehe es kaum. Und dann fällt er um. Ja. Die Synchronisation wieder, das ist geil gelungen, muss ich sagen. Ja, geil. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Was steht da? Voll. Der Papst? Ey, wie geht das? Hallo? Oh nee. Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht von ihr zu gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund.
Diese anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszuprobieren. Ich muss sagen, das Spiel ist bis jetzt echt scheiße gelungen. Also sieht unnormal geil aus. Mal Kohle auf Abwehr. Kohle auf Abwehr. Voll auf Eis. Ach, wir erleben den Morgen nicht. Doch eilt ihr euch, retten wir den Orden. Das muss ich tun. Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Ein wichtiger Punkt ist ja, dass wir gerade erst gestartet. Und das ist das Anfang. Ah. Nee, ich hab den 6 GB Patch nicht heruntergeladen. Und man hat sich am Anfang erzählt, dass das Spiel wohl lecken soll. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das ist ja richtig blöd gemacht. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein. Mann, halt die Presse jetzt! Haben die da irgendwas geändert? Komm ich mir anders vor? Abstoßen fallen lassen. Das ist nicht im Prinzip dasselbe. Er springt ab oder er lässt sich fallen. Nein, nee, beim Abstoßen springt er genau in die gegensätzliche Richtung. Was soll da hoch? Ja, dann gehe ich wieder. Hier raus, denke ich mal. Hoch. Ah, okay, okay. Okay. Ich wollte schon sagen. Ich bin nicht enttäuscht. Wir gehen einfach. Lass ihn nicht doch! Ja! Ja, geil! Action! Ballert, Bruder! Spring! Oh, du bist ja. Scheiße, ich hab mich verloren. Alter. Du Hurensohn! Ich krieg dich, ich hab dich schon. Gib einfach auf. Ich bin direkt hinter dir, ich knall dich ab. Warte mal. Direkt an die Knarren. Klar gibt's Knarren, Digga! Markas zu 7 und so. Locker. Ich hab dich nicht verloren, ich weiß, dass du da bist. Hier war der. Hä, hey, verarscht, ich hab den noch gesehen. Nein, nur noch ein kleines bisschen. So, denkst du auf den Konto. Lauf, lauf, lauf. Ja, es macht Spaß. Ist er behindert? Meint er das ernst? Was doch? Ey, sieht schön aus. Blaue Schleife, ne? Klaut er wirklich? Ja, ist klar. Komm, nee, kein Bock mehr. Wir machen. Ganz ehrlich, also sowas ist echt scheiße hier in Assassin's Creed. Ist das, also ne, ich will es nicht haten, das ist ein geiles Spiel, aber was soll der Scheiß? Ja, Blitze? Ich bin nicht Tor. Wo war der Tor? War der? Oh. Odin. Ich bin nicht Odin, ja. Mann. Ich bin doch nicht Spider-Man. Ein Hakenkreuz.
wie es aussieht, gehören wir hier gerade dem Nazi-Kult an. Ich will in anderen Spielen. Das ist irgendwie. Deswegen kämpfen wir auch mit unfairen Waffen. Ach so, und der wird wahrscheinlich gezogen und wir müssen ihn dann wiederholen. Also nochmal gezogen. Ist ja ganz cool, das Ding, aber ohne Witz, macht es da noch Spaß? Ich meine, schießen ist ja schon so eine Sache, das hat die Leute, hat den Leuten nicht gerade gefallen. Und jetzt wollen wir schießen mit so einem Schwert. Später. Ja, so schnell vergeht's, Leute. So schnell vergehen 7 Jahre. Einmal geblinzelt und schon ist es over. Man muss echt aufpassen. Was Drogen alles nämlich machen. Papst Clemens, hört mich an. Okay. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Die Augen sind so... Sei cool gemacht, verflucht! Aber billig. Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Halt, Kat, Kat. Du machst zu wenig mit deinen Augen, das sieht nicht gut aus. Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gar. Hab das bald. Das fuck richtig ab. Kommt man erst aus dem Animus raus oder so? Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anfängt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Gut. Bitte hör gut zu. Abstergo ja, will ich benutzen, gut, um mit Hilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahllosen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Ja geil, ich kann selbst entscheiden. Dann würde ich jetzt gern einen Döner essen gehen. Aber erstmal muss ich die Mission machen. Gut. Mach mal so. Da, 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 da. Ja, kurz laden. Ja, und dann lädt er direkt nochmal. Genau. Hey, du Hallo. Spaß. Spaß, die. Kommst du her? Kann ich nicht. Hab ich gesagt, du darfst dich setzen? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Digga, ich bin neu. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Oder 3 Stunden. Ja, Vater. Langweiler. Als ob der jetzt da 3 Stunden sitzen bleibt. War doch 9 Uhr, oder? Leute, ich habe euch was gefragt. Es war doch 9 Uhr, oder nicht?